Ich grüße euch, da ist wieder Uwe Breuer mit Intergalactic News. Ja, wir sehen hier im Hintergrund erstmal so ein Bild von einem Säulentempel und das soll auch so ein bisschen andeuten, dass wir wirklich in dieses neue Bewusstsein immer mehr hineingehen. Diese Architektur im Hintergrund soll auch bedeuten, dass unsere Bewusstseinsarchitektur, unsere Qi-energetischen Prozesse sich immer mehr am Ändern sind und dass wir immer mehr in eine neue Bewusstseinsmöglichkeit hineingleiten, hineingehen und auch dort angeglichen werden von vielen, vielen, ja, man kann sagen, von außen in Anführungsstrichen kommenden Ereignissen, aber natürlich in Wirklichkeit hat das immer mit dir zu tun, mit deinem Innersten, was da in dir ist, was sich dann im Außen auch wieder zeigt. Und du wirst sagen, ja gut, lieber Uwe, aber im Außen gibt es so viel, wo ich nicht beeinflussen kann. Das kommt doch irgendwie doch zu mir, da habe ich ja gar nichts initiiert oder irgendwie erschaffen. Und es ist ja so, wir sind ja auch nicht zufällig zu diesem zeitqualitativen Spektrum hier inkarniert. Und genau deswegen ist es ja auch kein Zufall, ein klassischer Zufall in Anführungsstrichen, dass uns das jetzt begegnet, was uns gerade begegnet. Und natürlich wurde vielleicht nicht alles hundertprozentig genau vor deiner Inkarnation vorgeplant, aber die großen Stationen schon. Und zwar die großen Stationen bis 2020 rum. Danach kam immer mehr dieses komplett wirklich Neue. Und das ist auch das, was dich im Moment so ein wenig verwirrt und in eine unglaubliche, teilweise auch Ratlosigkeit vielleicht hineintreibt. In etwas, wo du dann denkst, ja gut, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier überhaupt noch soll. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Lebensweg aussehen könnte. Ich spüre das irgendwie nicht richtig. Und das kommt eben daher, weil dieses echt Neue kommt. Und neu bedeutet eben nicht alt. Früher hattest du in deinem Lebensweg, in deiner Lebenswanderung durch dieses, was wir im Moment hier erleben, noch so Stationen, die waren genau vorgeplant. Ich lerne dann meinen Partner kennen, dann kommt vielleicht mein erstes Kind oder andere Dinge. Ich werde die und die Ausbildung machen und so weiter. Da hatten wir noch so eine gewisse innere Klarheit, weil unser 3D-Verstand konnte damit noch irgendwas anfangen und konnte das irgendwie einplanen, verarbeiten und auch in die Richtung gehen. Und du wusstest, jetzt muss ich die Ausbildung machen, jetzt ist dieses dran und dann ist das ungefähr dran und ich muss das und das jetzt machen. Und das ist jetzt eben teilweise nicht mehr so, weil eben dieses wirklich aktive, was auch dich immer wieder neu aktiviert, was dich aber auch immer wieder anhält, wie so in etwas hineinzuspringen, obwohl du gar nicht weißt, was ist da unten. Oder etwas zu tun, wo du nur von innen her spürst, aber nicht wirklich mit dem Verstand einordnen kannst. Es ist so etwas wie, ich weiß, ich muss dahin, aber ich weiß nicht genau warum. Ich kann es mit dem Verstand nicht erklären. Und diese neuen Impulse, die jetzt wirklich reinkommen. Ich rede ja immer von diesen neuen Impulsen, die neue Schöpfung, das Neue, was kommt, die neue Zeit, die neue Erde, das Neue, die neue Welt und so weiter. Das sind ja diese Dinge, wo ich immer darauf hinweisen möchte, wo mir auch die geistige Welt, die liebeslichtgeistige Welt immer wieder sagt, Uwe, jetzt kommen wirklich neue Bewusstseinsmöglichkeiten. Und diese Bewusstseinsmöglichkeiten sind am Hineinschneien, hätte ich fast schon gesagt, oder hinein, die drücken einfach jetzt immer mehr rein hier auf die dritte Dimensionsebene, wo wir unser Bewusstsein ja aktivieren und halten im Moment, wenn wir nicht gerade schlafen. Und das ist halt auch der Grund, wieso jetzt eben du teilweise auch schwimmst, teilweise auch nicht ganz sicher bist, was da jetzt als nächstes für dich dran ist. Und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, dass du besser wieder spürst, wie kann ich weitergehen. Und da ist der sogenannte Verstand erstmal so die zweite und dritte
Reihe, in der zweiten und dritten Reihe angeordnet. Also der kann nachher zwar etwas umsetzen, der kann vielleicht sagen, gut, ich brauche dafür dies oder jenes, ich möchte dafür vielleicht, ich weiß doch nicht, eine Webseite machen, ich möchte dafür irgendwas machen, ich möchte dafür mich bekannter machen oder ich möchte mit anderen Menschen das zusammen machen. Wo sind die Menschen? Wie finde ich die? Gehe ich über dieses Medium oder über dieses Medium und so weiter? Wo suche ich die? Da ist der Verstand vielleicht teilweise noch hilfreich, aber so dieses. Was ist wirklich in meinem Herzen jetzt als nächstes dran? Da ist der Verstand echt überfordert. Und da geh auch immer wieder tief in dich hinein, spüre rein, fühle, gehe mal in diese innerste, tiefste Ruhe, die du ja immer warst und immer sein wirst, so ganz Richtung Innerstes, was du so spürst und bist, was du schon immer als kleines Kind auch schon gespürt hast. Und das ist das, was Wirklichkeit ist, wo der Verstand sagt, das kann ich nicht einordnen, das weiß ich nicht, was das ist. Aber wo natürlich dein Innerstes, dein wirkliches Leben, das dich lebendig macht, Richtung innerstes Herz. Und da sind wir natürlich auch bei der fünften Herzkammer, da sind wir beim Sinusknotenpunkt auch physikalisch nachweisbar. Dort ist eine Energie, dort ist eine große Wärme und dort kommt dieser Lebensimpuls rein. Das weiß auch jeder Chirurg. Niemand von diesen Chirurgen, also kein Chirurg, würde jemals diese fünfte Herzkammer, diesen Sinusknotenpunkt anritzen mit dem Skalpell, weil der Mensch sofort im Jenseits wäre. Deswegen sage ich immer, spür da ganz tief rein, geh durch diese Schichten, die im Außen sind, durch und erlaub dir mal, diese innerste Ruhe wieder zu spüren, so wie du Ferien machst. Dann geh du jetzt mal einfach tiefer dort rein und spür mal, geh mal so in diese innerste Ruhe, die du bist, wo du so durch diese äußeren Schichten durchgehst. Erlaubst dir mal, diese Ruhe auch jetzt immer mehr zu spüren. Weißt du, nachher kann wieder alles kommen. Nachher können wieder, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes machen, ich muss noch einkaufen, ich muss meine Kinder abholen, ich muss, was weiß ich alles. Jetzt im Moment erlaubst du dir mal ein paar Minuten einfach diese innerste Stille. Du gehst mal Richtung dieses innersten Herzens von dir. Und das ist immer da. Und das war schon immer da. Das ist etwas, was du kennst. Schon als kleinstes Kind hast du dort immer dieses gespürt, dass du diese Ruhe dort empfindest und gleichzeitig die absolute quirligste Energie als Kind auch. So quasi, das möchte ich noch machen und das. Aber dieses ist dein echtes Leben. Geh noch mal tiefer in diese innerste Ruhe hinein. Erlaub dir diese Minuten jetzt. Und da ist etwas, wo immer mehr in die Stille geht. Und du kennst das. Du kannst es immer wieder im Jetzt spüren. Ich war schon immer da. Ich bin dieses, was ich bin. Dieses Innerste, das ist ewig. Ich erlaube mir das. Das darf sich auch ausbreiten in dir, in deinem ganzen Sein, in jeder Zelle, in jedem Atom, alles, was du hier auf der physikalischen Ebene bist. Natürlich auch die feinstofflichen Ebenen, deine Chakren, Meridiane, Akupunkturpunkte, wo so viel Ruhe und gleichzeitig Liebeslichtpotenzial durchfließt. Und das ist so dein innerster Tempel.
Das ist auch dieses Bild angedeutet hinter mir, wo du vorher gesehen hast, wo dieser innerste Liebeslichtkristall einfach da ist. Dieses kristalline, ewige Ich Bin. Es ist aber kein starres, kristallines Etwas. Es ist so Art Flüssigkristallin, was sich immer wieder neu ausrichtet, aktiv ist und gleichzeitig ewig. Und du bist dieses göttliche, individuelle Bewusstsein, eine Ausstrahlung des Ewigen, was ist. Ich erlaube mir das jetzt. Und wenn es im Außen so richtig turbulent zugeht und alles Mögliche ist und nicht ist und von irgendwoher irgendwelche nachgerichteten Nachrichten kommen, in dem Moment kannst du dich immer in dieses Ich Bin, ewiges, göttliches Sein hineinbewegen, und zwar blitzschnell im Jetzt. Das kannst du mal dir erlauben, dass es so ist. Und dieser innerste Seins, Bewusstseins Zustand geht immer mehr auf und ist überall in dir. Füllt auch deine Aura aus, deinen Wohnraum, wo du dich gerade befindest. Und darf auch bleiben. Dein Verstand darf und wird auch wieder einsetzen. Aber aus einem anderen innersten Pol heraus, aus einem innersten, was da immer ist. So, jetzt kommst du wieder mehr in deinen Körper. Bist wieder mehr hier 3D, bleibst aber gleichwohl in diesem Ich bin dieses ewige göttliche Bewusstsein in einer individuellen Form. Und ja, wo ich dich noch darauf hinweisen möchte, ich habe bald wieder ein Online-Interview, Kongress-Interview mit, ich lese das gerade schnell ab hier, mit dem Klaus-Stefan Duffendorfner. Und zwar vom 26.07.24, 20 Uhr beginnt's, bis zum 27.07. auch wieder 20 Uhr, und zwar beim High Frequency Kongress 3. Und zwar werde ich dir das unten verlinken. Da werde ich auch natürlich einiges zu der jetzigen Zeitqualität sagen, zu dem, was im Moment läuft hier auf der Erde und wie das alles zusammenhängt. Ja, vielleicht hast du ja auch Freude dran, das mit mir und dem Klaus Stefan zu hören, zu sehen. Ich sehe dich, wir sehen uns. Alles Liebe, wundervolle Zeit wünsche ich dir. Eine Zeit voller Wunder, der Uwe.